Jetzt steht Herr Gößling vom Entertainment Center Emsteck, Abfahrt Kloppenburg von der A1 neben mir. Herr Gößling, wie sind Sie heute mit der Pokerrunde hier zufrieden? Ja, ich habe ja im Vorfeld schon gesehen, das Turnier ist sehr gut besucht worden. Jetzt, wie gesagt, im Final Table. Wie gesagt, die kämpfen ohne Ende. Hier würde ich jetzt auch mal sagen an alle Leute, die das vielleicht auch sehen und vielleicht auch letztes Mal oder nächstes Mal vielleicht auch gerne pokern möchten, aber sich vielleicht nicht so richtig trauen, würde ich mal sagen, bieten wir an, wo wir zahlreiche Geldspielgeräte haben, unter anderem auch Poker, Las Vegas Poker, American Poker, Texas Hold'em auch, wo man denn sagen könnte, Mensch, probiere ich da mal, wo ich nächstes Mal vielleicht denn mal auch in so einer Endrunde vielleicht mit teilnehmen könnte. Mhm. Da sollte man vielleicht auch mal den Partner mitnehmen oder wie auch immer. Wir haben ja nicht nur Poker, wir haben ja zahlreiche, also Riesenauswahl an Spielen, wo eigentlich für jeden was dabei ist. Und da könnte jeder Einzelne seine Taktik auch ein bisschen verbessern und ja, klar, mal das geht Poker. Automaten. Man kann gegen wenig Geld zum Beispiel einen kleinen Einsatz riskieren, wo man dann sagt, Mensch, man spielt jetzt gegen einen Automaten, um seine ja, Taktik vielleicht zu verbessern oder man sagt, man braucht sich auch nicht irgendwie vielleicht blamieren, wenn man jetzt gegen andere Leute, man hat ein schlechtes Blatt, geht all in und so weiter, wo man dann sagt, ach, naja gut, habe ich Mist gemacht, nächstes Mal mache ich es besser, ne? Was hier am Tisch natürlich dann tödlich ist. Ne? Ja, gut, dann bedeutet das vielleicht das aus. Ja, genau. Ja, und im Vorfeld haben wir ja auch in Vechta, in Kloppenburg, Quangenbrück und in Lohne die Vorrunden gehabt. Da haben Sie mal Vorfilme gesehen, haben Sie da mal reingeschaut? Ich habe mal reingeschaut, wollte ja eigentlich mal vorbeikommen, aber hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wie gesagt, ich habe mal reingeschaut und wie ich gesehen habe, die Tische waren alle gut besucht oder besser gesagt, waren alle besetzt, besser gesagt. Und ich finde, das ist gut angekommen, das Turnier. Ja, ohne Ihre Unterstützung hätten wir vielleicht in diesem Jahr das Pokerface 2011 gar nicht gefunden. Wir bedanken uns natürlich recht herzlich im Namen von Regio TV. Wir hoffen natürlich, dass wir im nächsten Jahr wieder mit Ihnen rechnen können. Ja, ich hoffe auch, kann ich leider nicht so sagen, das muss der Chef entscheiden. Ne? Wie gesagt, die Chefsleitung wünscht natürlich auch allen Teilnehmern viel Erfolg. Und von meiner Seite natürlich auch und das ganze Team natürlich von Entertainment Center auch. Okay, vielen Dank. Ja, jetzt steht Thomas Schwerter neben mir. Thomas, du hast dich ja in Vechta qualifiziert, bist Vizemeister geworden. So, und heute haben wir Final Table. Was ist passiert? Du musstest als Erster den Tisch verlassen. Tja, ich hatte einen besseren Mitspieler, der halt einen Drilling hatte. Und ich hatte zwei Paare. Ja, keine Chance. Ging all in. Ich war mir eigentlich relativ sicher. Aber
manchmal hat man kein Glück. Das ist aber nicht so schlimm. Ja, Poker hat halt was mit Glück zu tun, aber auch mit Können. Ich meine, sonst wärst du heute nicht hier. Richtig. So, und jetzt hast du extra dein Tennisturnier verschoben. Eigentlich hatten wir gedacht, du bleibst heute noch ein bisschen länger. Nee, wir haben das gestern gespielt und das passte dann ganz gut. Ja, ne? Okay. Das war gut. Okay. Ja. Guckst du jetzt noch ein bisschen zu? Bleibst ich guck noch ein bisschen zu, ja. Ich bleib ein bisschen hier. War ein bisschen schnell. Ne? Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich raus bin. Ne? Nächstes Jahr, hoffentlich bist du nächstes Jahr wieder dabei. Ja, natürlich. Klar. Ja? Ja, natürlich. Okay, alles klar. Danke. Danke auch. Ja, jetzt steht Stefan Olberding neben mir. Du hattest dich qualifiziert in Lohne. Was hast du, zweiten Platz, Vizemeister in Lohne gewonnen. So, jetzt bist du hier neunter geworden am Final Table. Bist du damit zufrieden? Nein. Aber es macht warum denn nicht? Nein, ich habe schlechte Karten gehabt, ne? Aber macht nichts. Du, nette Runde, das ist in Ordnung. Was für Karten hattest du? So schlecht sah es eigentlich gar nicht aus. Ja, ich hatte das höchste Paar am Tisch getroffen, aber mein Gegenüber hatte einen besseren Kicker. Ah, okay. Und wenn du jetzt unter die ersten drei gekommen wärst, hättest du ja auch einen Gewinn bekommen. Hast du dir schon im Vorfeld vielleicht Gedanken gemacht, was du mit dem Geld hättest so anstellen können? Sicher, für einen guten Zweck spenden, für die Kartenkasse. Ah. Ja, okay, aber du bist doch, spielst du regelmäßig Poker? Nein. Nö, doch einmal im Monat, aber ansonsten. Oder was heißt Kartenkasse? Spielt ihr da Poker oder spielt ihr was anderes? Eigentlich Doppelkopf, aber die letzte Zeit nochmal Poker. Aha, okay. Dann kannst du da jetzt weiter trainieren und hoffentlich sehen wir dich im nächsten Jahr dann wieder. Dann spielen wir Doppelkopfrunde. Ich glaube, das ist besser für mich. Ach, bis dahin, ne? Okay, danke. Okay.
Ja, Michael, wie sieht's aus? Du bist noch dabei? Ja, ich bin noch dabei, aber gut sieht's momentan noch nicht aus. Warum nicht? Ich habe am Anfang ziemlich gute Hände gekriegt, habe mir das immer angeschaut, aber im Flop kam einfach nichts. Und dann habe ich ziemlich viel Geld investiert, um mir die Karten anzuschauen, musste immer wieder wegschmeißen. Ja. Deswegen war ich ziemlich schnell, ziemlich weit runter. Ja. Und habe jetzt gerade mit Glück in der Hand noch gewonnen. Jetzt müssen die richtigen Hände kommen und dann warten wir ab. Okay, wir machen jetzt eine Pause. Ne? Mhm. Du stärkst dich jetzt, trinkst noch vielleicht was und danach sind die Karten garantiert für dich. Wollen wir hoffen. Ja? Klar. Okay, ich gehe nochmal weiter. Jakob, wie sieht's bei dir aus? Sehr gut. Also sehr gut. Bist du zufrieden bis jetzt? Soweit auf jeden Fall. Der Tisch macht viel Spaß heute. Ja. Es sind gute Spieler dabei und... Ja, das merkt man wahrscheinlich schon, dass so die Finalisten hier an einem Tisch sitzen. Alle, die sich wohl mit Poker auskennen, oder? Was würdest du sagen? Das auf jeden Fall. Also die werden nicht umsonst jetzt hier am Final Table. Mhm. Sind auf jeden Fall starke Spieler, wie gesagt, dabei. Und ich gehe auf jeden Fall weiterhin meinem Prinzip nach. Funktioniert soweit ganz gut. Ich habe eine Hand gespielt. Guten Pott gewonnen und es läuft auf jeden Fall. Ja. Okay, wir drücken dir die Daumen. Ne? Viel Spaß noch. Patrick, wie sieht's aus bei dir? Auch ganz gut. Ich bin ein bisschen über Anfangsdeck, also läuft ganz gut bis jetzt. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Hast du noch ordentlich Chips, also schon gewonnen oder? Ja, ich bin 500 und plus, also kann noch alles klappen, aber jetzt sind die Blinds ja gleich schon ein bisschen höher, da muss man auf jeden Fall Action machen. Ja, mal gucken. Okay. Und wie findest du das hier heute? Ja, perfekt, auf jeden Fall. Der Tisch ist super, die Leute sind sympathisch, macht Spaß auf jeden Fall. Mhm. Dann viel Spaß noch. Mal gucken, was jetzt nach der Pause kommt. Danke. So, jetzt stehen Klaus und Peter hier bei mir. Nicht wegrennen. Wir machen gerade Pause. Ja. Klaus, wie sieht's bei dir aus? Ah, es fing schlecht an, aber dann kamen bessere Karten. Mittlerweile bin ich zufrieden. Ja? Ja. Wenn's so bleibt. Ja. Da soll die Glocke verschwinden lassen, damit die Blinds nicht so schnell steigen. Ja, alle 10 Minuten. Wir müssen ja auch mal zusehen, ne? Dass auch was passiert. Ne? Ja. Soll ja auch spannend bleiben. Wie sieht's aus bei dir, Peter? Sehr gut. Ja? Ich habe mein Ziel ja erreicht, nicht als Erster vom Tisch zu gehen. Ach so. Und ja, das war das einzigste Ziel, Leute. Du hast in Lohne den... Nee, in Kloppenburg. Ach, in Kloppenburg war das, ne? Ja, ja. Das hat gut geklappt in Kloppenburg. Ja. Was meinst du, wie sind deine Gegner heute so? Stark, ja? Stark. Ja. Absolut. Muss man anders spielen als in Kloppenburg? Oder? Man muss vorsichtiger spielen. Ja? Die Karten fallen gut und... Es sind Hammerblätter unterwegs, also was anderes wie in Kloppenburg. Ja, okay. In Kloppenburg haben die Leute auch schnell mal All-In gespielt, was hier nicht so schnell passiert. Ja gut, Klaus, wie findest du das von der Organisation hier heute, der Final Table? Ich bin stolz auf euch, dass ihr euren Sonntag opfert, damit wir hier eine schöne Runde haben. Hundertprozentig, ganz toll. Da müssen wir mal gucken, heute Abend ist dann... Der Muttertag von heute Nachmittag, Kaffee auf heute Abend. Das mussten wir dann leider verschieben, aber da haben wir alle Verständnis für. Ne? Ja. Hieran kann man nicht jeden Tag teilnehmen. Ne? Das ist geil. Einfach geil. Okay, wir wünschen euch noch viel Spaß. Danke. Bis gleich. Okay. Sascha, wie sieht's bei dir aus? Bist du zufrieden bis jetzt? Bis jetzt schon, ja. Also, habe eine Hand bis jetzt gespielt und dann auch einen guten Pott gewonnen. Lief. Hast du hier jetzt eine andere Strategie als, du hast ja in Lohne mitgespielt, bist du mit einer anderen Strategie hier an den Final Table gegangen? Eigentlich nicht, nee. Man hat eigentlich seine eigene Strategie und die sollte man auch weiter verfolgen. Vielleicht das Spiel ab und zu verbessern, aber eigentlich seiner Strategie treu bleiben. Das ist eigentlich das Beste. Aber die Karten waren ja ganz okay für uns. Ja, ich habe eine Hand gespielt bis jetzt, ne? Also ist noch nicht so viel, also mau mit guten Händen. Ja, dann wollen wir dir nochmal die Daumen drücken. Wie findest du das bis jetzt? Also super organisiert, muss ich wirklich sagen. Getränke, alles, man kann alles bestellen, hundertprozentig. Okay, dann nach der Pause viel Spaß noch, ne? Ja, danke. Goran, wie sieht's aus? Wie weit bist du gekommen? Ich bin noch dabei, aber ich habe gerade eine Hand mit den Königen verloren. Sieht schlecht aus. Ja. Aber ich bin noch dabei. Ja, also ich meine, aber du hast noch Chips, du kannst auch den Blinds, bist du noch gewachsen? Ein wenig noch, ja. Viel ist nicht mehr, aber... Noch ist nicht vorbei. Ja. Mal abwarten, wie die Karten so fallen jetzt. Ich habe bis jetzt auch nichts gehabt, nichts getroffen, gar nichts. Jetzt mit den Königen verloren. Das tut weh. Dann kann das ja jetzt quasi nur besser werden, oder? Schlechter nicht, ganz sicher nicht. Wie gefällt dir das heute? Super, wie immer bei euch, hundertprozentig. Bin gerne hier bei euch. Ja, schön. Okay, wir drücken dir die Daumen, dass das klappt. Toi, toi, toi. Ne? Schauen wir mal. Alles klar. Hans, wie sieht's aus bei dir? Du bist noch dabei? Ja, noch ganz gut dabei. Ja? Und zwar nicht die Dollenblätter, aber vorhin habe ich schön Flasch gehabt. Das
das kommt schon. Macht Spaß, oder? Ja, ja, selbstverständlich, ja? Selbstverständlich. Macht immer Spaß. Ja, und du hattest ja auch gesagt, dass du sonst mit deiner Frau eher Kanasta spielst, aber jetzt hast du, bist du so richtig unter das Pokerface gegangen. Ja, 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 ja. Da werde ich, werd ich auch hier öfters machen jetzt. Vielleicht solltest du deine Frau umstimmen und ihr mal vorschlagen, dass sie ja anstatt Kanasta demnächst Poker. Ah, das kann die nicht so gut. Du kannst ihr das ja jetzt zeigen, weil du das ja so gut kannst, sonst wärst du nicht heute hier am Final Table. Ja, okay, aber das ihr beizubringen, die hat da keine Lust zu. Okay, wir drücken dir die Daumen noch und viel Spaß noch. Ja, danke. Ja, jetzt steht Patrick Winkler neben mir. Leider. Leider. Du bist Achter geworden. Richtig. Hat es nicht so ganz geklappt oder bist du zufrieden damit? Nö, ich bin auf jeden Fall nicht zufrieden. Ich habe einen aggressiven Move gemacht gegen einen Freund von mir. Ich dachte, der will nur die Blinds rauskriegen und deswegen habe ich mit Ass-Dame gepusht, All-In. Ja, dahinter callt jemand mit einem kleinen Paar, was ja okay ist und ja, er hat Ass auf der Hand. Von daher war es absolut in Ordnung, dass ich rausgeflogen bin. Einfach zu riskant. Ja gut, aber schließlich hast du dich hier qualifiziert am Final Table und ja, du warst Erster in Quagenbrück. Genau. Ja, und da sind die Besten unter sich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es sind gute Spieler hier am Tisch, macht Spaß und ja, dann irgendwann kommt die Situation bei den Blinds, dass man irgendwann alles riskiert und dann ist man entweder raus oder verdoppelt und ja, ich bin raus. Ja, okay. Und würdest du nächstes Jahr wieder mitmachen? Auf jeden Fall. Nächstes Jahr auf jeden Fall bin ich wieder dabei. Okay, Dankeschön. Danke. Ja. Jetzt steht neben mir Hans Vogt. Hans, du bist in Lohne Stadtmeister geworden und bist jetzt mit Patrick zusammen raus. Was war los? Ja, nicht die zu früh All-In gegangen. Hast du zu viel riskiert? Ja, hinter mir kam noch ein bisschen stärkere Hand. Die hatte ein paar Ass und da konnte ich nicht gegen an meinen paar Sechsen. Ja, und jetzt ist deine Planung für den Gewinn. Hattest du dir schon was überlegt, was du so mit den 500 Euro machen wolltest? Wollte mir eigentlich ein neues Auto kaufen, aber jetzt geht das ja nicht mehr. Ne? Jetzt musst du ein Jahr warten, dann machst du nächstes Jahr wieder mit und dann hast du gute Chancen. Ja, okay. Also ja? Ich mache nächstes Jahr 100%ig wieder mit. Ja, schön. Und dann wollen wir mal sehen. Ja. Okay, danke. Ja, jetzt steht Peter Hilker neben mir. Du bist Zweiter in Kloppenburg geworden. Ja. Und am Final Table bist du jetzt Sechster geworden. Ja. Was war hier gerade los? Ich habe mal wieder gegen Jakob verloren, wie in Kloppenburg auch. Da wartet ihr auch so richtige Gegner? Ja, genau. Wir waren
die letzten zwei Spieler, Jakob war eher in Kloppenburg geworden und er hatte halt Airlines auf Hand und da gehen zwei Asse, heißt das. Und da kommt man nicht gegen an, wenn man die anderen Karten nicht dazu kriegt. Ja gut, aber insgesamt, wie hat dir das gefallen? Sehr gut. Ja. Bist gut zufrieden hier, auch Final Table? Genau. Ja. Ich bin nicht als Erster vom Tisch gegangen, das war mein Ziel. Und wie gesagt, alles bestens. Ja. Okay. Schön. Ja, dann guckst du hier vielleicht noch ein bisschen weiter zu. Auf alle Fälle. Ja. Mein Freund ist noch dabei. Okay, alles klar, danke. Tschüss. So, jetzt steht Goran Ilic neben mir. Du bist Stadtmeister in Vechta geworden. Ja. Und jetzt bist du hier Fünfter geworden. Woran lag's? Mehr war nicht drin. Die Jungs spielen echt gut. Ja? Ich hatte keine Chips mehr. Ich musste all in gehen. Mhm. Schlechte Hand und Feierabend. Feierabend. Ja, und aber einen Kinderwagen gibt es trotzdem. Ja, muss mir jetzt was anderes einfallen lassen, wo ich die Kohle herkriege. Jetzt ist es bald soweit. Wann? Ja, in 6 Wochen. Ja, in 6 Wochen? Hm? Kriegen wir unsere kleine Prinzessin. Ja. Vielleicht Oma und Opa sponsern ein bisschen. Ja, ich muss jetzt Oma mal anrufen. Ja. Das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon. Ich hoffe, dir hat das hier gefallen heute. Sehr, sehr. Ja. Bin nächstes Jahr wieder dabei, 100%. Okay. Ihr macht das toll, wirklich. Ja. Spaß gemacht. Okay, danke. Ich danke. Ciao. Tschüss. Ja, jetzt steht Jakob Neuberger neben mir. Du hast den undankbaren 4. Platz hier am Final Table gemacht. Was sagst du dazu? Ja, so ist das Leben eines Pokerspielers, sage ich dazu. Wie waren die Karten? Ja, am Ende nicht so gut. Ja, ich meine, am Ende, ich habe 2 unglückliche All-Ins verloren und Blinds waren sehr hoch. Man musste sich schon mit 8-6 vom Small Blind All-In pushen
leider gegen Bube 8 gelaufen. Du hast ja aber in Kloppenburg den ersten Platz gemacht. Was hast du einen Unterschied festgestellt zwischen Kloppenburg und hier und dem Final Table? Eigentlich nur, dass in Kloppenburg mehr Spieler dabei waren. Ne? Ja, aber war da auch eine andere Spielweise? Ja, klar. Also da wurde ja viel gewechselt, waren mehr Spieler dabei und klar, hier waren jetzt die besten Spieler von den Städten dabei und natürlich viel schwieriger. Wurde mehr auf Sicherheit Wert gelegt oder nicht so riskant gespielt? Am Anfang ja, am Ende musst du schon risikoreich. Die Blinds fressen einen auf. Genau. Ja, okay. Ich hoffe, du hattest viel Spaß dabei. Auf jeden Fall. Wir gucken uns jetzt mal das Grande Finale an. Ne? Danke. Da bin ich gespannt, wer gewinnt. Ja. Okay, danke. Jetzt steht neben uns der Dealer des Pokerspiels oder des Final Tables, Dirk Niemann. Dirki, ohne dich wäre das nur halb so schön gewesen. Du hast das wirklich super, prima, toll gemacht, sehr diszipliniert. Danke. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Vielen Dank und auch eine Kleinigkeit für dich. Oh ja, sehr. Dankeschön. Dankeschön. Ich hoffe, dir hat das auch Spaß gemacht. Oh ja. Doch, ist in Ordnung, macht Spaß. Du hast auch vorher schon mitgespielt in den Vorrunden? Ja, habe ich leider nicht ganz so erfolgreich, aber nächstes Jahr ist ja auch wieder, oder? Okay, nächstes Jahr, eventuell kommen wir auf dich wieder zurück. Würdest du eventuell uns wieder dabei unterstützen? Sicherlich, aber ich sitze nächstes Jahr selber am Final Table. Oh, noch viel besser. Okay. Alles klar, danke. So, unsere Gewinner des Final Table stehen fest. Ein Applaus mal hier von allen. Und zwar, Dritter ist Klaus Josef Jörg. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Schönen Dank. Eine Urkunde. Dankeschön. Den Gewinn, okay. Herr Gößling, verreichen Sie. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Den dritten Platz, bitteschön. Dankeschön. Zweiter ist Sascha Plath. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Urkunde. Gewinn. Herzlichen Glückwunsch. Zweiten Platz, bitteschön. Ja, und der Gewinner, das Pokerface 2011, ist Michael Schwarte. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Eine Urkunde. Ja, Sascha, für dich. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Pokerface 2011. Oh. Also ich glaube, das könnte ich ja meiner Mutter noch zum Muttertag schenken, oder? Aber die Scheine kommen raus, oder? Also für dich gibt es 500 Euro. Hast du auch schon eine Idee, was du damit so machen könntest? Ah, ich denke, erstmal werde ich mit meiner Freundin schön essen gehen. Okay. Und meinen Kumpels heute Abend noch eine Cola und ein Bierchen ausgeben, auf jeden Fall. Okay, das hört sich gut an. Wie sieht das bei dir aus, Sascha? Ähnlich, wir werden heute Abend auch noch auf der Mauer ein paar Bierchen trinken mit Freunden und dann... Mal schauen. Mauer in der Nachbarschaft? Oder? Ja, bei uns auf der Straße. Also. Klaus, bei dir? Was machst du mit 200 Euro? Oh, ich habe noch keine Ahnung. Ich werde schon irgendwas Schönes damit anstellen, denke ich. Ins Pokern investieren. Wie wart ihr so insgesamt zufrieden? Wie hat es euch gefallen? Ah, super geil. Hätte ich gar nicht gedacht, dass hier ein richtiger Pokertisch alles steht. Super geil. Coole Leute hier. Hammer. Ehrlich. Schön organisiert. Getränke gab es ja auch zu Genüge. Doch, war echt gut. Ja, war echt spitze. Also auch alle hier am Final Table, die haben auch etwas anders gespielt wie bei den Turnieren vorher.
Also das war schon echt interessant und war super. Ja. Top organisiert. Schön. Klaus, wie hat dir das gefallen? Muss ich auch sagen, 100%ig organisiert. Nochmal schönen Dank an euer Team und an das Casino. Also besser geht's nicht. Besser kann man sowas nicht aufziehen, muss ich wirklich sagen. Ganz toll. Ich hoffe nächstes Jahr wieder. Na? Ja, das waren doch schon ganz tolle Schlussworte. Ich bedanke mich bei allen recht herzlich. Und vielleicht im nächsten Jahr wieder, wenn es heißt, wir suchen das Pokerface 2012. Ja, gerne. Auf jeden Fall. Siebte, bitteschön. Super. Dann muss ich mal Klimaanlage. Die Sitze wollte ich euch ein bisschen erklären, die Arme, den kann man ganz bis nach oben ziehen. Ja, das ist der Umzug. Ja, ja. Aber das hat er auch beim Info. Ja, das ist Kabel. Ja, natürlich. Nein, das stimmt. Das große Libello. Will jemand runter, Libello? Ich nicht. Thank you.
ablegen. Mann! Yeah.
Stellvertreterin. Moin, danke für die Einladung. So, wen haben wir hier noch? Das ist doch offensichtbar. Aus Warnsdorf. Danke. Bitte. Und wir haben etwas mitgebracht. Ein Doppelmarkt. Prima. Ja, selbstgemacht. Selbstgemacht. Ja. So, gemacht. Ja. So. Unter. So. Ja, aber hier haben wir Hunde. Ja, Hunde. Guck mal, die kleinen. Was haben wir da? Deswegen stehen die. Moin. Hallo. Schön, ja. Guten Marsch weiter. Wir sehen uns mal. Wir sehen uns gute Freude. Hallo, Herr Bock. Können wir den mal zu uns haben? Michael, du nimmst der Herr Tiefe. Nein, nur als Spaß. Nein, nur als Spaß. Fällt man so einfach auf der Wiese hin, ja. Das ist ein Leben im Rasenmäher. Wie die geschützt werden. Ja, ja. Die nicht mehr zum Reiten benutzt werden können, dass die noch mal einen schönen Lebensabend haben. Achso. Aber die ist ja noch jung, ne? Das sind alles, sagen wir jetzt so, die... Ja, so, ja, das ist ja viel größer als ich. Muss dann nicht müssen Sie den Pferdefisch rausnehmen? Keine Angst vor großen Tieren. Haut mal ab. Wohin haut ihr ab? Da hinten. Auch eben. Was will ich denn davor? Nee, vielleicht deine. Die Zeitung schätzt mir 100%. Das ist doch lieber auf dem Eisen, der rote Moin. Ja, das geschieht, das geht hier schnell. Er hat Angst, dass er im Pott kommt. Vorsicht. Aber ich mach das dann, wenn ich wieder da bin. Ich krieg Angst vor dem. Noch ein bisschen Platz machen oder wieder so? Wieder so? So, willkommen Herr Barrios, willkommen Herr Trittin, wünsche viel Spaß, jetzt geht's los. Vorsicht an der Fahrt. Spaß, die Fahrt wird stiller, an der Verkehrsseite. So, bitteschön. Viel Spaß noch heute. Ne?
wir sind von Regio TV, wir sind der regionale Fernsehsender hier in unserer Region Südoldenburger Land, Emsland. Mhm. Sie sind heute hier zu Gast auf dem Stoppelmarkt, Sie waren gerade auf dem Vieh- und Pferdemarkt. Wie hat Ihnen das Ganze bis jetzt gefallen? Das hat mir gut gefallen, weil ich sage immer, wenn es in der Politik so zugehen würde wie auf so einem Viehmarkt, dann wäre manches klarer und eindeutiger. Aber Sie haben jetzt sich nicht irgendwie ein Pferd oder eine Ziege mitgenommen? Nee, ich bin ja für artgerechte Tierhaltung. Und als jemand, der in der Stadt wohnt, über keine Grünfläche verfügt, würde ich mir sogar ernsthaft überlegen, nur einen großen Hund zu kaufen, weil auch das wahrscheinlich schwierig wäre, ihn artgerecht auszuführen. Sie halten ja gleich noch die Festtagsrede hier auf dem Stoppelmarkt. Was erwartet die Zuschauer so? Naja, die haben ja einen Grünen eingeladen und manche haben sich da ja auch drüber schon aufgeregt von der Jungen Union und andere. Diese Erwartung will ich ja nicht enttäuschen. Dann sind wir mal ganz gespannt. Jetzt geht's erstmal zum Frühstück. Ich wünsche Ihnen noch sehr, sehr viel Spaß hier auf dem Stoppelmarkt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke. Moin Moin hier auf dem Stoppelmarkt, alle zusammen. Kann man das hier so aushalten? Ja, gut kann man es hier aushalten. Genau, ja. Was habt ihr dieses Jahr auf dem Stoppelmarkt hier so vor? Das gleiche wie jedes Jahr. Und das wäre? Wir feiern und trinken. Okay, ist heute dein erster Tag? Nee, heute ist schon mein 10. Tag, mit Arbeit gerechnet. Aber das hier ist ja keine Arbeit, ne? Das ist stimmt. Das ist aber anstrengender wie Arbeit. Ja, dann viel Spaß noch beim Feiern. Moin Moin hier auf dem Stoppelmarkt alle zusammen. Moin. Wie sieht's aus hier? Noch sehr gut, demnächst noch besser. Was muss ich darunter verstehen, demnächst noch besser? Das ist noch ein langer Tag. Wir sind erst gerade angefangen. Die Sonne scheint. Was soll der Tag heute noch bringen? Menge Spaß, Menge Party. Und bei dir? Viel Bier. Okay, und wart ihr, wo kommt ihr her? Aus Vechta. Vechta. Alle aus Vechta? Nee, der kommt aus Wildeshausen. Also sozusagen Heimspiel heute. Ja, dann viel Spaß noch heute, ne? Danke. Wie weit ist denn das eigentlich von hier zu der Bahnstation? Hier vorne. Hallo zusammen. Moin Moin hier auf dem Stoppelmarkt. ja, wie sieht's aus hier heute auf dem Stoppelmarkt? Wir hoffen gut. Ja? Ja. Ist das heute der erste Tag hier auf dem Stoppelmarkt oder? Ja, für uns ja. Ja. Für uns ist das der erste. Kommen Sie jedes Jahr hier auf dem Stoppelmarkt? Ja. Ja. Jeden Montag. Jeden Montag? Jeden Montag. Und wo kommen Sie her? Aus Dinklage. Aus Dinklage. Dann ist das ja fast ein Heimspiel hier. Ja, genau. Und wird hier gefeiert oder werden auch die Fahrgeschäfte genutzt? Was Nein, wird hier so wir gemacht? Wir feiern, haben? Wir frühstücken, wir feiern, hören uns die Festrede an und dann geht's los. Das hört sich gut an. Wir werden uns jetzt auch die Festrede anhören. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß auf dem Stoppelmarkt heute. Danke. Danke. Guten Morgen. Moin. Ganz herzlich willkommen auf dem Stoppelmarkt. Hallo. Moin. Ich habe zweimal gesagt, es ist schön, deswegen sind wir auch noch Fechter gekommen. Ja, genau. Einzige Wunder ist nein. Liebe Stoppelmarkt-Freunde, wie immer lautet auch in diesem Jahr die Devise zum Stoppelmarkt: Wer kräftig arbeitet, der soll auch kräftig feiern. In der heutigen Zeit der Finanzkrisen, in denen die Kurse mal nach oben, aber vielmehr auch nach unten gehen, sollten wir von Devisen lieber die Hände lassen. Ja, liebe Stoppelmarktsfreunde, ob Sie es glauben oder nicht, die Situation ist ernst. Ich habe es gerade eben hier auf dem Stoppelmarktsgelände persönlich erlebt. Ich komme gerade vom Geldautomaten beim Amtmannsbult.
Nachdem ich meine PIN-Nummer dort ordnungsgemäß eingegeben hatte, hat er mich gefragt, ob ich ihm bis nächste Woche 20 Euro leihen könnte. So ist das. Gestern im Übrigen, man macht das ja auch manchmal anlässlich des Stoppelmarktes und da sind ja die besten Gelegenheiten, traf ich meinen Bankberater. Ich habe ihm gesagt, dass ich nach meiner Pensionierung, wir wollen ja gar nicht heute drüber reden, gerne ein kleines Geschäft eröffnen möchte und ihn gefragt, wie mache ich das denn? Ganz einfach, hat er gesagt. Kaufen Sie sich ein großes und warten ab. Und meine Damen und Herren, viele Manager, ich habe hier im Festzelt davon keinen gesehen, aber viele Manager klagen schon, die Finanzkrise sei wesentlich schlimmer als eine Scheidung. Sie hätten zwar die Hälfte ihres Besitzes schon verloren, seien aber immer noch verheiratet. Da halte ich es lieber mit dem Stoppelmarkt. Der trotzt jeder Krise, ist wertstabil wie eh und je und ruft Jahr für Jahr 800.000 Geldgeber auf die Westerheide. Seien Sie uns also herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf dem schönsten Volksfest in Deutschland. Ja, wir Fechterer, wir Oldenburger Münsterländer, wir können uns glücklich schätzen, dass wir ein so großartiges Volksfest haben. Da macht uns dann auch mal ein Tag vollen Regens keine Probleme. Denn das Volksfest ist krisenfest und wertstabil. Es hat sich auch im Übrigen zu einem Exportschlager für uns entwickelt. Seine Botschaft draußen im Lande lautet: Vechter und das Oldenburger Münsterland. Das ist da, wo das Leben Freude macht. Deshalb lassen wir auch keine Möglichkeit aus, um diese Botschaft draußen in die Republik reinzutragen. Und dies haben wir, wie viele von Ihnen wissen, in diesem Jahr wieder gemacht mit dem kleinen Stoppelmarkt in Berlin. Ich hoffe sehr, dass diese Veranstaltung, die dort uns allen und auch den Berlinern Gästen viel Freude bereitet hat, auch weiterhin Tradition der Stadt Vechta bleiben wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Multikulti und Weltstadt, so sieht sich Berlin. Und wer einmal da war, der weiß, was in dieser Aufzählung von Eigenschaften, dass da nur noch die Berliner Schnauze dazu fehlt, für die der Hauptstädter, wie wir ja alle wissen, landesweit bekannt ist. Schnauzbärtig kam unser heutiger Ehrengast vor ungefähr 30 Jahren daher. Als Geschäftsführer der Ratsfraktion der Alternativen Grünen Liste in Göttingen, um in der Politik von da an ein gehöriges Wort mitzureden. Das ist ihm mehr als gelungen. Und so ist seine politische Vita heute gespickt mit hochkarätigen Ämtern. Er hat eine Karriere hingelegt, meine Damen und Herren, die man einem grünen Politiker anno 1983, dem Jahr des erstmaligen Einzugs der Grünen in den Deutschen Bundestag, überhaupt nicht zugetraut hätte. Sie erinnern sich vielleicht noch, meine Damen und Herren, wie der Einzug der Grünen im Deutschen Bundestag aussah. Spektakulär. Strickjacken, Turnschuhe, Transparente und Blumentöpfe. Viele Politiker, allen voran der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, hat gesagt, die werden im Bonner harten Politikgeschäft keine 2 Jahre überleben. Und es gab ja auch eine ganze Reihe von Witzen, wie diesen, den ich jetzt sage, die da erzählt wurden. Weshalb haben die Grünen bald mehr Wähler als die CDU? Antwort: weil sie mehr Kinder haben. Warum haben sie mehr Kinder? Weil ihr Motto lautet: Jute statt Plastik, meine Damen und Herren. Ja. Heute wissen wir, dass dieser Witz so nicht stimmt.
So ist das mit den Kindern zwar nicht eingetreten, aber die Grünen sind stärker und als Koalitionspartner, wie wir alle lesen können und hören können, beliebter denn je. An dieser Erfolgsgeschichte seiner Partei hat auch unser heutiger Ehrengast einen kräftigen Anteil. Und das nicht nur als Mitglied des Niedersächsischen Landtages und des Deutschen Bundestages, sondern auch von 1990 bis 1994 als niedersächsischer Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und von 1998 bis 2005 als Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Ich habe mal im Internet ein bisschen nachgeguckt, gekramt, was findet man über Jürgen Trittin, um ihn ein wenig zu beschreiben. Da gab es bei Spiegel Online von Florian Gartmann am 13.09.2010 unter der Überschrift Der neue Joschka folgendes etwas längeres Zitat. Ich darf das hier so ausführlich darstellen, um nicht nachher einen Plagiatsvorwurf zu erhalten. Ich zitiere, es ist ein weiter Weg, den er gegangen ist. Noch vor ein paar Jahren pflegte Trittin auch in der eigenen Partei das Kotzbrocken in dem Image. Zynisch, ein Dogmatiker, immer mit dem Kopf durch die Wand, ein ewig linker Unsympath. Inzwischen gilt in der Fraktion Kühnast als schwieriger. Trittin dagegen ist ein kantiger Typ geblieben, aber auch immer freundlich und verbindlich. Selbst die Öffentlichkeit scheint sich ein neues Bild von ihm gemacht zu haben. Doch das reicht Jürgen Trittin nicht. Er will noch einmal in die Regierung. Sein größtes Ziel ist das Außenministeramt. Damit hätte er auch hier mit Joschka Fischer gleichgezogen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir heute im Fechterer Festzelt die Premiere. Begrüßen Sie den Fraktionsvorsitzenden von Bündnis Grün, Herrn Jürgen Trittin. Herzlich willkommen hier. Herzlich willkommen auf dem Stoppelmarkt hier auf der Westerheide. Jetzt hier in dem wohlgefüllten Zelt, meine Damen und Herren. Ich hatte da am Wochenende was anderes gelesen. In dem wohlgefüllten Zelt können Sie ahnen, welch große Herausforderung die Wahl eines Festredners für jeden Fechterer Bürgermeister darstellt. Wer hier spricht, liebe Stoppelmarktsfreunde, das interessiert und bewegt die Menschen mehr als das, was gerade in Berlin oder irgendwo in der Welt passiert. Und dürften unsere Bürger über den Festredner auf dem Stoppelmarkt abstimmen, die Wahlbeteiligung wäre so hoch, dass sich mancher in der Republik die Augen reiben würde. Doch so weit, um das gleich zu dämpfen, geht die Demokratie hier nicht. Es liegt einzig, natürlich mit allen Risiken und Nebenwirkungen an mir, an dem Bürgermeister, den Festrednerkandidaten zu erwählen, dem es dann später gelingt, die Mehrheit hier im Festzelt auf sich zu vereinigen. Meine Damen und Herren, nun sind die Erwartungen bei den vielfältigen Gästen, die wir hier im Festzelt haben, recht unterschiedlich. Erlauben Sie mir diesen kleinen Ausflug. Die Mehrheit will einen eloquenten Redner, der eine interessante, eine launige, eine informative Rede hält. Da gibt es sicherlich einige, ich wage jetzt keine Zahlen zu nennen, die wollen am liebsten jemanden zuhören, der der eigenen politischen Couleur entspricht. Dann gibt es auch einige, auch hier keine Zahl, die schon mal bereit sind, jemanden zuzuhören, der der SPD angehört, weil es ja nicht schaden kann, wenn man den dann reden hört und der lästert über die eigene Klientel. Das bringt dann immer wieder Freude. Das wissen wir. Nun gut, und bei der FDP verhält es sich so, dass man da auch schon mal den einen oder anderen freidemokratischen Redner dann zuhört und man weiß ja, die Wählerwanderung dahin, die ist hier in diesem Raum begrenzt und deshalb duldet man das dann halt. Aber ein Grüner auf dem Stoppelmarkt, das ist schon fast eine Revolution, habe ich gemerkt. Das überfordert gegenwärtig einige wenige. Dabei habe ich mir gedacht, meine Damen und Herren, wenn Angela Merkel mit Jürgen Trittin
wie wir das ja alle in den Medien sehen konnten, auf den Bänken des Reichstages, und zwar, wie ich gelesen habe in der FAZ, sogar auf den Bänken der FDP bewusst sich hinsetzen und dann über den Kernenergieausstieg miteinander reden. Und wenn in Baden-Württemberg gerade vor kurzem ein grüner Ministerpräsident gewählt wird und wenn im Saarland eine Ampelkoalition herrscht, dann wird es allemal höchste Zeit, einen Grünen auch auf dem Stoppelmarkt hier zu haben. Denn das will ich deutlich sagen. Der Stoppelmarkt und die Stadt Vechta, aber insbesondere, wie gesagt, der Stoppelmarkt, der ja traditionell, geschichtlich mit der Stadt Vechta nicht nur eng verbunden ist, sondern ihr Kind ist, ihr liebstes Kind ist. Er ist bekannt für seine Weltoffenheit, Progressivität und Toleranz. Und deshalb war es wichtig, auch Jürgen Trittin heute hier als Gast zu haben. Ich bin davon überzeugt, lieber Jürgen Trittin, dass es dir gelingen wird, heute die Stoppelmarktsfreunde mit einer rhetorisch brillanten Rede zu überzeugen. Meine lieben Stoppelmarktsfreunde, das Oldenburger Münsterland ist ein Multitalent. Hier bei uns gibt es Bevölkerungswachstum, hier gibt es viele junge Menschen. Und das, was in unserer Region an Wirtschaftsleistung trotz Finanz- und Wirtschaftskrise erarbeitet worden ist, ist bravourös. Unser Erfolg, das wissen wir, gründet auf eine tolle Teamleistung unserer tüchtigen Unternehmerinnen und Unternehmer und unserer fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dieses beispielhafte Miteinander macht unseren Raum so stark, wie er ist, und lässt hier eine Wirtschaftskraft wachsen, die bundesweit ohne Beispiel ist. Sicher, dieser Leistungsstand muss immer wieder neu erstritten und immer wieder neu erarbeitet werden. Aber das geht in der Gemeinschaft viel besser, wie auch das Feiern in der Gemeinschaft viel mehr Freude bereitet. Ich freue mich sehr, dass viele Freunde auch in diesem Jahr wieder unserer Einladung gefolgt sind. Nun, lieber Jürgen Trittin, das Mikrofon ist deins, das Zelt steht bereit und die Gäste stehen bereit, dir zuzuhören. Ich bedanke mich erst einmal. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Uwe Bartels, muss ja, glaube ich, protokollmäßig noch hinzufügen, verehrte Frau Vorsitzende des Marktausschusses, liebe Frau Heckmann, liebe Libert, lieber Jan, liebe Freundinnen und Freunde des Stoppelmarkts und meine Damen und Herren, ich freue mich, heute Morgen bei Ihnen zu sein. Sie sehen, ich war 7 Jahre für Klimaschutz in Deutschland verantwortlich und so ein bisschen kann ich es noch. Der Regen von gestern, jedenfalls ist mit meiner Ankunft hier weg gewesen. Heute wird eine Ära beendet. Über 700 Jahre seit 1298 war der Stoppelmarkt redetechnisch grünenfrei. Das ist vorbei. Eine schwarze Zeit ist zu Ende. Sie haben mich eingeladen, über den die Oldenburger Volkszeitung schreibt, der Staatsfeind Nummer 1. Der Mann mit dem Dosenpfand. Der mit dem Atomausstieg. Einer, ich sehe ja, dass Sie bremischen Produkten nicht abgeneigt sind. Aber so ein Pinkel aus Bremen, der Grünkohl Braunkohl nennt. Einer mit dem Wahlkreis in Göttingen und einer mit einer Wohnung in diesem Bionade-Biotop in Berlin-Pankow. Sie sehen, ich komme aus Gegenden, in denen die Grünen schon lange da sind,
was lange Zeit die CDU-Entfechter war. In Berlin, und das bin ich ja hier auch gefragt worden, wurde die Einladung auf den Stoppelmarkt gesehen als ein klares Signal für Schwarz-Grün. Wenn jetzt schon der Trittin beim größten und schönsten Volksfest mitten im Güllegürtel von Nordwestdeutschland reden darf, dann geht ja wohl nichts vorbei mit Schwarz-Grün. Ich habe das hier nur wiedergegeben. Aber die, die so denken, die beweisen nur, wie weit Berlin von Fechter entfernt ist. Die wissen nämlich nicht, wer Uwe Bartels ist. Nein, Uwe Bartels ist kein Roter. Als solcher wäre er nie bei Karl-Heinz Funke Staatssekretär geworden. Aber er ist eben auch kein Schwarzer. Er ist ein Fechterer Schlitzohr. Ich bin mir sicher, lieber Uwe Bartels, dir hat es tierisch Spaß gemacht, in deinem letzten Jahr, nachdem die schwarze Landesregierung durch eine perfide Altersregulierung dich daran gehindert hat, wieder Bürgermeister zu werden, dieser Gemeinschaft einen grünen Kuckuck namens Trittin ins Nest zu legen. Und noch eines hat sich offensichtlich bis Berlin nicht rumgesprochen. Dass nämlich Südoldenburg eine boomende Region ist. Man muss das sich mal so im Vergleich zu Gemüte führen. Da, wo Rot-Rot regiert, in Brandenburg, da entvölkern sich ganze Landstriche. Der Kabarettist Reinhard Grede beschreibt die Lage in seinem berühmten Brandenburg-Lied so: Stehen drei Nazis auf dem Hügel und haben keinen zu verprügeln. Also, während man im Osten darüber streitet, wer als Letzter das Licht ausmachen darf, ist Südoldenburg, ist Fechter eine echte Wachstumsregion. Und das hat seine Gründe. Was für Stuttgart der Daimler ist, das ist hier die Veredelungswirtschaft. Ein interessanter Begriff. Gibt man diesen Begriff bei Google ein, ergaben sich gestern 44.200 Treffer. Schon der zweite Treffer verwies auf Fechter, nämlich auf die Außenstelle Fechter der Georg-August-Universität zu Göttingen, die hier ihre Abteilung Verfahrenstechnik in der Veredelungswirtschaft hat. Sie sehen, es gibt gute Gründe, den Göttinger Bundestagsabgeordneten hier nach Fechter einzuladen. Nur, was heißt eigentlich Veredelung? Haben wir auch da die Definition genau angeguckt. Als Veredelung, Zitat Anfang, als Veredelung wird in der Landwirtschaft die Umwandlung von pflanzlichen Produkten in höherwertige Tierprodukte bezeichnet. Zitat Ende, Quelle Wikipedia. Also, wenn man also aus Soja ein Wiesenhofhühnchen macht,
dann ist das Veredelung. Es soll ja Grüne und es soll auch Vegetarier geben, die bestreiten, dass Wiesenhofhähnchen höherwertige Produkte sind als Soja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, heute hier im Saal ist diese Position drastisch in der Minderheit. Als Umweltminister lernt man ja, sich über Produktion Gedanken zu machen. Und dabei betrachtet man immer nicht nur das einzelne Produkt, sondern die gesamte Stoffstromkette, wie das so schön heißt. Und dann blickt man auf die Region der Welt und stellt erstmal eines fest. Vechta ist die wohl fruchtbarste Region der Welt. Nirgendwo sonst wird auf einer Landwirtschaft, auf einer solchen Fläche landwirtschaftlich so viel produziert wie hier. Man kann das auch so ausdrücken: gemessen an der Bioproduktivität, den Begriff gibt es wirklich, ist Vechta 7-mal so fruchtbar wie die Wiege der Menschheit, die bekanntlich in der Masai Mara, andere kennen sie auch unter dem Begriff Serengeti, in Afrika steht. 7-mal so fruchtbar. Aber anders als in der Masai Mara ist die Fruchtbarkeit in Vechta menschengemacht. Sie entsteht nicht nur durch die fleißigen Menschen hier, sondern natürlich auch durch den Import von Futtermitteln, also von Biomasse aus anderen Regionen der Welt. Nehmen wir etwa Soja aus Brasilien. Häufig angebaut auf Flächen abgeholzter Regenwälder. Also, wenn man den gesamten Stoffstrom betrachtet, könnte man zu der irrigen Auffassung kommen, Veredelung wäre, wenn man aus Amazonaswäldern Gülle macht. Aber das ist natürlich falsch. Denn das ist lange, lange vorbei. Heute gibt es gar keine Gülle mehr. Gülle gibt es nicht mehr. Raider heißt ja jetzt auch Twix. Und Gülle heißt deswegen heutzutage Substrat, und das haben sie alle den Grünen zu verdanken. Denn es war das grüne erneuerbare Energiengesetz, das es belohnt, mit Hilfe von Mais aus Gülle Strom und Substrat zu machen. Unzählige Biogasanlagen prägen heute die Veredelungsregion Südoldenburg, ebenso wie es kaum noch einen Hähnchenmaststall gibt ohne eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Anders gesagt, es gibt ein Gesetz grüner Ökonomie. Und dieser Beweissatz lautet: Die Grünen haben bewiesen, dass man aus Scheiße Geld machen kann. Insofern betrachte ich Ihre Einladung auch als Stück Dankeschön an uns. Aber in Wirklichkeit haben Sie mich natürlich eingeladen, weil Sie genau wissen, dass heute schon es die Grünen sind, die klammheimlich dieses Land regieren. Ja, offiziell sind wir die kleinste Oppositionspartei. Offiziell haben wir eine schwarze Kanzlerin namens Angela Merkel. Offiziell haben wir einen gelegentlich ausgewechselten Vizekanzler von der FDP. Und wir haben ein Restrisiko namens Horst Seehofer in Bayern. Das ist die offizielle Lesart. Das nennt sich in den eigenen Beschreibungen die Traumkoalition der bürgerlichen Mitte.
Gelegentlich beschreibt sich diese Traumkoalition dann allerdings selber, und auch hier zitiere ich nur, als Gurkentruppe, die aus Wildsäuen besteht. Wer wollte da widersprechen? Man könnte das auch anders sagen. Die schwarz-gelbe Traumkoalition leidet zurzeit unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ihr Trauma heißt, regieren zu müssen. Dies führt zu Akten reiner Verzweiflung. In Bayern ist gerade wieder ein Bürgermeister von der CSU zu den Grünen übergetreten. Im Bayerischen Wald mittlerweile ein ganzer Ortsverein der CSU. Ich habe mich auf diese Situation heute hier vorbereitet. Mein Ratsherr Jürgen Hille hat also hinreichend Eintrittsformulare dabei. Wenn Landrat Eveslage übertreten möchte oder der Kollege Klare oder Sie, Herr Holzkamp, kein Problem, einfach die Einzugsermächtigung unterschreiben. Wir sind da ganz unbürokratisch. Meine Damen und Herren, wer regiert eigentlich dieses Land? Sie kennen vielleicht den Witz vom Breitmaulfrosch. Was ist das? Erst grün, dann rot. Ein Breitmaulfrosch im Mixer. Aber kennen Sie den auch? Was ist erst schwarz und wird dann grün? Angela Merkel in der Waschmaschine. Weil Waschmaschine nennt der Berliner Volksmund das Kanzleramt wegen der Architektur. Aber ganz im Ernst, natürlich wird Frau Merkel nicht grün. Sie regiert aber auch nicht, sie reagiert nur. In Wahrheit regieren die Grünen. Sie waren es, die schon immer für längeres gemeinsames Lehren waren. Sie waren es, die seit Jahren die Abschaffung der Wehrpflicht gefordert haben. Sie sind es, die seit 30 Jahren für den Ausstieg aus der Atomenergie gestritten haben. Und jetzt warten wir nur noch darauf, dass Frau Merkel zusammen mit Hans-Christian Ströbele seine alte Forderung umsetzt: gibt das Hanf frei. Wer 50 Jahre nach dem der Mauer immer noch bestreitet, dass diese Mauer nur zu einem Zweck gedient hat, nämlich das eigene Volk einzusperren, sondern immer noch behauptet, wie Frau Lötsch, das hätte dazu gedient, einen Krieg zu verhindern, der hat aus der Geschichte überhaupt nichts gelernt und nichts begriffen. Steinmeier und Steinbrück lassen sich heute gerne die Stones nennen. Meine Damen und Herren, wenn die beiden die Stones sind, was ist dann Sigmar Gabriel? Meatloaf oder Gunther Gabriel? Wenn Sie ab 2013 nicht mehr klammheimlich, sondern hochoffiziell von den Grünen regiert werden. Ich kann Ihnen versichern, es erwartet Sie die blanke Ökodiktatur. Statt Glühlampen gibt es künftig Energiesparleuchten. Sparsame Kühlschränke bekommen ein AAA-Rating. Für Wärmedämmung gibt es Zuschuss. Für Flaschen gibt es ein Pfand. Für Solar und Mit Solar- und Windanlagen kann man Geld verdienen. Und Familie ist da, wo Kinder sind. Nur damit Sie wissen, was in diesem Falle auf Sie zukommt. Und jetzt komme ich zum schlechten Teil der Nachricht. Alle anderen Parteien wollen das inzwischen auch. Eigentlich wollen heute alles das, was die Grünen schon lange gefordert haben. Und das ist der Grund, warum nach 713 Jahren auch dieser Stoppelmarkt ergrünt und eine lange schwarze Tradition beendet würde. Das ist gut so, und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Diese Rede wird heute auf dem Stoppelmarkt viel Gesprächsstoff bieten.
Lieber Jürgen Pütin, ganz herzlichen Dank für den ungeteilten Beifall des versammelten Festzeltes bekommen hat. Aber es waren sicherlich auch Teile dabei, wo der ein oder andere mit die Zähne zusammengebissen hat und vielleicht die Faust in der Tasche hatte. Aber das macht den Reiz der Doppelmarktsreden aus, dass wir hier nicht 0 auf 15 Reden haben, dass wir hier nicht einheitsfrei haben, sondern dass wir interessante Reden haben, die eine Mischung aus launigen Anmerkungen zum politischen Geschäft auf großer und kleiner Bühne liefern und auch nachdenkliche Sequenzen enthalten, die nicht immer jedermanns Zustimmung finden müssen. Das ist der Stoppelmarkt und das Publikum hier im Festzelt gewohnt. Und wir freuen uns auf erfrischende Reden. Und die haben wir heute gehört. Herzlichen Dank dafür, für deine offenen und mutigen Worte hier gerade in diesem Festzelt. Du hast dich tapfer geschlagen, das darf man wirklich feststellen. Und wir freuen uns, dass du hier warst und die Rede so gehalten hast, wie sie von dir aus gehalten werden musste. Das ist authentisch und nicht verbogen und verdreht. Herzlichen Dank dafür. Ich darf dir dafür in Anerkennung ein kleines Präsent mitgeben mit Produkten aus dieser Region. Natürlich auch ein bisschen angereichert mit Produkten aus anderen Regionen. Aber das soll dir sozusagen den Weg nach Hause noch ein wenig versüßen. Sehr geehrter Herr Bartels, der Stoppelmarkt ist Ihnen seit 39 Jahren eine Herzensangelegenheit. Schon 1972 als junges Stadtratsmitglied wurden Sie sofort im Marktausschuss aktiv. Sie haben unter anderem auch, neben vielen anderen Dingen, Stoppelmarktplakate mitentworfen. Als Bürgermeister unserer schönen Stadt Vechta tragen Sie jetzt zum 7. Mal allein Verantwortung für unseren Stoppelmarkt. Uwe Bartels, das sind aber auch 4 Jahrzehnte kommunalpolitisches Engagement. Das, verehrte Gäste, ist heute ausgesprochen selten. Dafür braucht es Menschen, die eine solche Verpflichtung aus tieferer innerer Überzeugung annehmen und die dann ihre Lebenserfahrung und ihren Weitblick einbringen. Menschen, die nicht fragen, was eine Stadt für sie tun kann, sondern die fragen, was sie für ihre Stadt und deren Menschen tun können. Und so haben Sie, lieber Herr Bartels, immer gehandelt. Nicht nur für Vechta, sondern ganz besonders auch für unseren Stoppelmarkt. Lieber Herr Bürgermeister Bartels, für die Verwaltung und für alle Stoppelmarkt-Fans hier im Zelt sage ich Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie mit unserer Mannschaft vom Rathaus und vielen, vielen engagierten Menschen den Stoppelmarkt in den vergangenen Jahren so erfolgreich durchgeführt und auch weiterentwickelt haben. Mit unserem kleinen Stoppelmarkt in Berlin, der in der niedersächsischen Landesvertretung stattfindet, haben Sie als ehemaliger Landesminister ganz erheblich dazu beigetragen, dieses Fest, aber auch Vechta selbst, bundesweit bekannt zu machen. Sie haben damit gleichzeitig auch manche Tür geöffnet und dafür gesorgt, dass unsere kommunalen Anliegen auch in Berlin wahrgenommen werden. Und das war nicht nur einmal ganz ausgesprochen wichtig für Vechta. Ja, liebe Freunde des Stoppelmarktes, 39 Jahre Engagement für die Stadt Vechta und für den Stoppelmarkt bedeuten ganz viele Eindrücke, ganz viele unvergessliche Momente. Die hier aufzuzählen, ich habe es versprochen, sprengt den Rahmen unserer kleinen Hommage an Sie, Herr Bürgermeister Bartels. Stattdessen möchten wir für Sie alle gerne ein kleines Stück Lebensgefühl Stoppelmarkt vermitteln, nach dem Motto, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, und zwar in Wort, Bild und Ton. Lassen Sie sich überraschen, freuen Sie sich mit uns auf das Vechta Spitzenduo Buddy & Soul. Viel Vergnügen dabei. Und jetzt geht es wieder los hier. Eine neue Fahrt.
Einmal im Jahr warten die Menschen auf den einen Tag, den Tag, an dem der Alltag eine Wende macht, der Startschuss für eine Zeit, wo's richtig kracht, die Erde lacht. Eine kleine Stadt, sie wird zum Mittelpunkt der Welt. Die Menschheit pilgert, denn sie hat ein großes Ziel. Große Feste, ja, die gibt es viel. Da lache ich voller Hohn, wie sagte Goethe schon. Stoppe Markt, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Seele, lass dich baumeln im Licht erschein. Hier bleibt kein Mensch allein. Stoppe Markt, du bist die Liebe dieser Menschen hier. Ob Graf, ob Bauer, alle feiern hier dein Fest. Jeder fühlt sich wohl in deinem Arm, denn du riechst so gut und du hast Charme. Stoppelmarkt, wieso sind denn nicht alle so wie du? Sie machen Budenzauber, haben aber kein Herz. Ich krieg die Krise, denk ich an den Rest. Ich sag nur München, Mondschau, Oktoberfest. Stoppelmarkt, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Seele, lass dich baumeln im Licht erschein. Hier bleibt kein Mensch allein. Stoppelmarkt, würdest du doch niemals zu Ende gehen. Du fehlst uns jetzt schon, musst du denn wirklich gehen? Aber wir wissen ja, und das ist schön, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Mach doch mal wieder ein Spaß hier. Und jetzt fangen wir doch mal rückwärts hier. Stoppelmarkt, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Seele, lass dich baumeln im Licht erschein. Stoppelmarkt, bin ich Mensch, hier darf ich sein. Seele, lass dich baumeln im Licht erschein. Stoppe mal. Sehr geehrter Herr Bartels, lieber Uwe, im Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt möchten wir dir für deine Verdienste, die du dir um den Vechter Stoppelmarkt erworben hast, ganz herzlich danken. Und als kleine Aufmerksamkeit überreichen wir dir eine Reproduktion des Stoppelmarkt-Plakates von 1975, das nicht zuletzt durch deine Ideen entstanden ist.